Gut, also man kann wohl. Und jetzt hilf mir rüber. Ja, klar. Und jetzt hilf mir rüber. Das ist das, was ich damit meine, dass diese Frau unfassbar unsympathisch finde. Nee, aber es ist krass, dass man dann wohl, oder war gerade eine Soundfile, die nicht richtig abgespielt wurde, dass man auch Gegner mit Schild von hinten, ja, okay, gut, danke, ciao. Ja, ciao. Alles okay? Ja, komm. Ja, gehen wir zum Boot. Ja. Ja, dass man die von hinten wegschnetzeln kann. Das ist cool. Weil ich dachte nämlich vorhin, dass sie dann rundum gesichert sind, aber dann hätten die halt auch rundum ein Schild. Aber das haben sie ja nicht. Aber gut. So, dann piss dich mal. Ich muss da vorne jetzt noch die Dinger hier einsammeln. So, hier gibt's noch ein Orb. Ja, ja. Also die Frau ist wirklich nervig. Nice. Hier gibt's aber echt nochmal ganz schön viele Orbs. Das gefällt mir gut. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, aber da hinten haben wir noch Orbs. So, und was haben wir hier noch? Ah, da fahren wir jetzt rein. Okay. Ja, bevor die mich jetzt wieder grillt. Ja. Ich bin doch schon da. Ich bin doch schon da. Hier noch mehr Max aufkreuzen. Ja. Ich fahre. Du bedienst das Geschütz. Die Waffe hat einen Leuchtaufsatz. Geht klar. Deines Vaters ist wohl etwas seltsam. Er hat einen Großteil seines Lebens allein in der Wildnis verbracht. Da werden die meisten etwas seltsam und exzentrisch. Du meinst so wie ich? Aber auch zu erfindungsreichen und starken Individuen. Sicher. Warte mal, ich muss mal gerade kurz gucken. Kann ich jetzt hier... Zielempfindlichkeit... Lass die mal um einiges hochstellen. Nee, hat einfach genau gar nichts gebracht. Nice, perfekt, sehr gut. Mouse Sensitivity stellen wir auch einfach mal hoch. Das bringt überhaupt nichts. Hä? Hatten wir das nicht mal ganz vom Anfang? Dass wir die ganzen Sachen da eingestellt haben, aber es hat genau überhaupt nichts gebracht. Irgendwas ist hier komisch. Nee, also fürs Schießen keine Chance. Perfekt. Das klingt auf jeden Fall schon mal nice. Halt dich schussbereit. Ah, doch jetzt schon. Oh Gott. Es ist so schlimm. Stimmt, wäre auch cool, wenn die scheiß Schaluppe mehr als 2 km/h fährt. Hoch! Hoch!
Das sieht jetzt zwar vielleicht dämlich aus, aber mit diesem schnell zappelnden Ding trifft man viel besser als mit diesem langsamen, schleimigen Scheißfadenkreuz. Ich weiß nicht, warum ich schleimig gesagt habe, aber es beschreibt meinen aktuellen Zustand. Nein. Was ist passiert? Der Motor ist hin. Was ist passiert? Reparier ihn. Versuch ich ja. Das ist so unfähig, gell? Was ist passiert? Vor uns sind noch mehr! Beeil dich, Trip! Ich hab's! Los, los, los! Aber langsam bewegen kann man es trotzdem nur. Naja, gut. Jetzt sind wir hoffentlich da. Oder auch nicht. Ja, und wir sind fast tot. Hä? Wow. Na gut, jetzt haben wir immerhin wieder volles Leben. Naja. Guck mal, wie schnell dieses Geschoss eigentlich sein könnte. Und wie runter skaliert die Geschwindigkeit bei dem Geschoss aber ist. Das heißt, man kann die Sachen einstellen, aber es bringt einfach überhaupt gar nichts fürs Schießen. Jetzt wieder zurück ans Geschütz. Wir brauchen es vielleicht. Ja, vielleicht. Guck mal. Naja. Das ist ein Anti-Mech-Gerät. Bei organischer Materie springt der Scanner nicht an. Er reagiert nur auf Mechs. Ich bin kein Mech! Oh, oh Mist! Das Verteidigungssystem ist aktiv! Das ist das verdammte Stirnband! Okay, ich benutze Cloud. Warte hier mit dem Boot! Sei vorsichtig, Monkey. Ja. Zerstöre das Geschütz. Da ist das andere Geschütz. Man könnte das Stirnband ja auch einfach abnehmen, aber gut. Ach, Minen sind ja auch noch. Nice. So, ich fahre hier mal eben kurz zurück. Und hol dir mal die Orbs, die hier noch lagen. So, warte, und jetzt muss ich noch mal kurz dann
Die Einstellungen wieder rückgängig machen. Ich habe keine Ahnung, wo die waren. Ich glaube, Zielempfindlichkeit ist sowieso für den Arsch. Aus Sensitivität, keine Ahnung. Moment. Ja, so einigermaßen, ne? So, das lief doch einwandfrei hier. Das war jetzt echt nicht schlecht. So, da unten haben wir nochmal einen Orb. Den hole ich mir jetzt noch schnell. Und haben wir nochmal welche. Da unten haben wir auch noch einen Mac. Warum kann ich jetzt hier Cloud nicht aktivieren? Nice. Ja, wenn es nicht so viele sind, dann ist es relativ easy. So, da kommt man wahrscheinlich schon durch, aber wahrscheinlich etwas umständlich. Okay, die sind noch von den Minen da inbegriffen, habe ich das Gefühl. Da kommt man also so weit erstmal nicht hin. Okay. Wie soll das funktionieren? Okay, ich benutze Cloud. Warte hier mit dem Boot. Wow. Oh, nee. Jetzt muss ich aber nicht schon wieder alles hier einsammeln, oder? Okay, stimmt. Bei den Dingern... Ja, ja, okay. Hä? Doch. Oh, nee. Okay. Gut. Dann erstmal hier nochmal diese Dinger einsammeln. Ja, ja, und jetzt geht's hier wieder mit dem Blocken los. Dann machen wir's halt so. So, dann geht man diesmal nicht runter, weil unten gibt's, glaube ich, sowieso gerade eh nicht so viel. Außer die paar Orbs aber und den Mech, ich glaube, da kommen wir eh nochmal runter. Warte mal, dann lass uns erstmal hier oben lang. Ich denke mal, hier kann man sich erstmal um die Geschütztürme kümmern. So, der scannt da. Okay, da wird man nämlich auch nur da hochkommen. Okay, ich renne jetzt mal hier rüber. Okay, so und jetzt darüber. Zack. Zack. Okay. Und dann holen wir uns erstmal den Orb. Hier. Da oben kommt man nicht hoch, schade. Okay. Okay, aber man kann damit den Dingern da nicht schießen. Einer weniger und einer übrig. Schade.
Okay, aber der scannt jetzt nicht komplett, so wie ich das sehe. Aber man kommt hier auch irgendwie, also hier so nicht vorbei. Also das heißt, ich glaube, ich muss einmal außen rum und da hinten hoch dann. Okay, da muss ich wahrscheinlich da durch. Guck mal hier.